Während die Langdistanz-Triathleten erst beim Radfahren sind, ist die Halbdistanz schon beendet. Es gewinnt in 4 Stunden und 3 Minuten Thomas Heuschmid aus Deutschland vor Attila Szabo aus Ungarn. Dritter wird Tom Thalhammer aus Österreich, der die Halbdistanz in Podersdorf zur Vorbereitung für die Langdistanz-WM in Hawaii nutzt. Wie machen Sie das jetzt bis Hawaii? Also was ist jetzt der Fahrplan bis dorthin? Ich habe noch 2 Bundesliga-Rennen in Deutschland. Ich starte auch für einen deutschen Verein. Und ja, dann gilt voller Fokus auf Hawaii. Das sind nur noch 4 Wochen. Wie früh werden Sie da anreisen? Gute 10 Tage vorher, um zu akklimatisieren.